Von 1967 bis 1977 war Heiner Geißler Minister in der Landesregierung von Rheinland-Pfalz. Im Alter von 87 Jahren ist er nun gestorben. Wir haben mit den Mainzern über den ehemaligen CDU-Generalsekretär gesprochen. Als Generalsekretär war er ein fürchterlicher Wadenbeißer. Und da habe ich ihn richtig gehasst. Ich bin mehr in Richtung SPD orientiert und von da war ich mit Geißler nicht so sympathisch gewesen. Danach hat er sehr, sehr intelligente Äußerungen gemacht und ich habe große Hochachtung vor ihm entwickelt. Ein Verlustgefühl. Also jemand ist von uns gegangen, den wir eigentlich noch deutlich länger gebraucht hätten oder einen hätten wir mehrfach noch jetzt, brauchen wir jetzt noch eigentlich, aber diese Charaktere gibt es nicht mehr. In meinen Augen ein guter Politiker, einer der alten Garde halt noch. Naja, jeder muss mal gehen, nicht? Was soll das Trauer sein? Es ist traurig, dass er gegangen ist. Es war ein Politiker, der gar nicht übel war, nicht? Obwohl in den letzten Jahren hat er sich natürlich etwas anders entwickelt, nicht? Da ist er halt von der CDU so ein bisschen abgerückt dabei, aber sonst ganz in Ordnung.